um ehrlich zu sein, ne, bin ich das erste Mal vor 3-4 Jahren, wo ich Mushroom raus released habe, mein erstes Release, bin ich das erste Mal geflogen. Wohin? Nach Spanien. Ich habe Familie dort in den Kanarischen Inseln. Ah, geil. Dann war ich dort auf Palma. Das war der erste Flug, den ich hatte. Und der zweite und dritte Flug war nach, zu LG, nach Düsseldorf. Um ehrlich zu sein, jetzt verreise ich das erste Mal. Wohin? Darf ich das jetzt schon sagen? Nicht, dass das Flugzeug abfällt. Und so. Ich sag jetzt noch nicht oder so. Aber ich verreise, wo krass ist denn? Das hätte ich mir nie geträumt. Also ich fange jetzt an mit Reisen. Ja, glaub mir, du kommst aus dem Reisenfilm nicht mehr raus. Ist super. Ist der Beste, was es gibt. Ist der Beste an meinem Job. Ja. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Bruce. Das ist eine neue Folge von Was los? Freunde, ich habe mich getroffen in Berlin mit Mosch. Mosch 36 ist wieder am Start mit einem neuen Album. Rap-Beduine. Freunde, ja, viele von euch schreiben mir, jo, warum triffst du dich nicht mit Mosch? Was geht ab? Mosch hier, Mosch da. Hier habt ihr euren Mosch, ja? Der Typ hat gerade gute Release-Zeiten, also bei ihm geht's ab. Ne? Das letzte Ding ist ja erst vor kurzem her. Von daher freue ich mich, ihn wieder getroffen zu haben in Berlin. Wir haben uns hingesetzt, ein bisschen gequatscht, ein bisschen Smalltalk hier zwischen, glaube ich, O2 Arena und, wie heißt diese Brücke doch mal? Diese nicht Warschauer, Oberbaumbrücke, genau. Ja, ich bin ja jetzt auch ein Berliner. Ja, ich kenne mich ja aus, Bruder. Freunde, ich halte das Intro kurz und wir sehen uns am Ende der Sendung noch einmal wieder. Mosch in the motherfucking house, Baba. Guten Abend. Sag den Leuten bitte ganz kurz, warte. Ja. Sag den Leuten bitte ganz kurz, wie lange hast du mich warten lassen? Hey, ich schwöre dir, Ganji hat mich vor nicht mal 3 Minuten, nachdem Ganji mir gesagt hat, war ich da. Ja. Nach Ruth. Ganji! Nach Ruth's Angaben war ich 40 Minuten zu spät. Ja, fast schon. Er hat mir geschrieben, geh einfach zu diesem Shop da, da ist er. Overkill. Die Werbung, Schleichwerbung. Ich habe extra nicht gesagt, Name. Scheiße. Nein, war schon klar, Conny. Ja. Ach so, nein, ja. Ich nicht. Ja, aber dann sag, wenn dann sag. Ich sonst raus, kennst du schon. Ja. Ich mach Beep an. Ja, Mann, auf jeden Fall korrekt. Ja, schön, dass wir es geschafft haben. Doch noch, nach der Wartezeit. Guck mal, Monduntergang. Ja, besser. Wir sind in New York gerade, Leute. Ja, wir sind, wo sind wir? New York, Gotham. Viel Spaß, wir sind hier an der Oberbaumbrücke, da hinten ist Universal. Hier ist schön die. Ja, hier sind wir. Dein Stuff, da ist ja auch das Büro, wo auch dein Stuff kommt, eigentlich, ne? Jetzt das mittlerweile. Ist der Vertrieb, ne? Ja, also der Vertrieb von dem, pass auf, mit dem Tisch, der ist ein bisschen gefickt. Ja, Ganji hat mir das gesagt, das ist der Vertrieb Chapter One. Ramin, ja. Ist geil. Und mit dir ist das eh. Mit sowas das eh. Ich hab damit nicht so viel, das unterscheidet sich bei mir nicht, ob das jetzt. Ja, das sowieso, aber du bist, würdest du sagen, businessmäßig überhaupt hinterher, weil vorhin hast du mir gesagt, du bist nicht so der Typ, der die ganze Zeit bei Amazon guckt, welche Platz, Rang. Gibt ja viele Rapper, also eigentlich fast alle Rapper sind so. Wenige Rapper sind so, lass mal, ich will gar nicht wissen, ich will nur machen. Nee, ich mach und danach lass mich gerne überraschen. Ja. Das ist wirklich also bei mir so, ich warte, ich sag Ganji immer, nein, sag nicht. Und manchmal haut er dann raus und denkst, warum hast du gesagt und so, aber ja. Es läuft ja gut bei dir. Es läuft gut. Letzte Album hat sich ja sehr gut verkauft. Mal abgesehen vom Verkauf, die Fans lieben dich, deine Fans feiern dich ja eh. Ich sehe auch, also, das ist Bombe. Ich merke das, die schreiben mir, du musst Mosch besuchen. Und ich sag, Baba, ich habe keinen Bock, Mosch zu besuchen. Nein. Ja, aber Mann, er hat jetzt gewartet auf mich, ich krieg jetzt ein ekliges Interview, mir böse Fragen stellen. Nein, Bruder, nein. Aber schon nach noch einem Interview, was vorbei ist, so einen Monat später, ja, aber mach doch wieder was mit Mosch. Korrekt. Nein, die haben voll Bock auf dich. Das ist schön nach der vielleicht kommt es auch da, weil ich zurzeit nicht so Interviews hinterher war und so. Am Anfang habe ich ja schon so alle Plattformen einmal durchgemacht und so, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt jedes Mal wieder, weißt du, hatten wir so Dings. So. Ich finde es schön, bei dir ist eine entspannte Situation, man setzt sich einfach hin, quatscht ein bisschen eine Runde. Das ist gut. Yes, bei Roos, Cherus, wie auch die Franzosen sagen. Roos 36 und Mosch. Roos, du weißt, Roos Kreuzberg Original Ghetto. Ich war ja jetzt gerade eine Woche mit Nazar in New York, da waren wir auch in Harlem und so, dann waren wir in Bronx. Und da unfassbar. Also, war das erste Mal? Richtig krass. Ja, erste Mal in New York. Krass. Warst du schon da? Mein Traum, nee. Will ich gern. Echt? Ist wie mit Amsterdam wohnen. Ich würde gerne in Amsterdam wohnen und mal nach Amerika. Aber ich sag dir so, weißt du, was der Riesenunterschied zwischen Amsterdam und New York ist? Das ist tausendmal. Okay, weißt du was? Die haben auch eine Gemeinsamkeit. Aber pass auf, der Unterschied ist, Amsterdam hat einen krasseren Fame für die Größe, die es hat. Hm. Amsterdam ist ein kleines Fleckchen. Ja. Ne, ich weiß gar nicht, so groß wie Hannover oder so. Ja. Wenn ich jetzt keinen Scheiß da, aber es ist nicht Berlin, ne? Ja. Aber der Fame ist krass. Weil alle hingehen, Paris geht hin, Berlin geht hin, ja, alle wollen Hamburg, nach Amsterdam. Jede Stadt geht dorthin. Nein, aber was ich sagen will ist,
New York, da kann jeder hin vom Platz her. Da wohnen eh schon 20 Millionen Leute und die haben auch noch Platz für 30 Millionen. Es ist riesig, New York. Ja, aber du kannst nicht einfach hin. Ja, jetzt Visa. Habt ihr euch kontrolliert? Ja, pass auf, wir haben ja, Nazar und ich haben ja beide dasselbe gemacht. Wir mussten, Ramin übrigens auch, wir sind ja alle im Iran, alle Iraner so. Ja. Und letztes Jahr war das kein Problem. Da konnte jeder mit Esther, nennt man das, kennst du das? Das ist so Formular online. Also wenn du einen deutschen Pass hast, Formular, Name, das, fertig, du, fertig. Das ist einfach nur so ein Visum-mäßig. Nee, ist kein Visum, ist einfach so ein Formular, so Ding. Okay. Fertig, du brauchst kein Visum. Aber dieses Jahr haben die verändert, jemand, der in den letzten 5 Jahren in einem der Länder war, Sudan, Iran, Syrien und so, okay, oder da geboren ist, muss auf jeden Fall Visum machen. Hallo. Ja, die haben uns gefickt. Aber war, ich sag mal so, das Formular online, dieses Visum-Formular, war richtig schrecklich. 40 Seiten, Amerika. Alter. Ich hätte auch Bock. Ja, einmal Klamotten. So. Klamotten, sag ich dir jetzt schon, du wirst enttäuscht sein. Amex rausholen. Aber du wirst enttäuscht sein, ja. sag ich dir. Okay. Ganz ehrlich, gucken. Wir waren da, wir waren mit Nazar, wir waren auch ein paar Mal so Shoppingmeile und so. Ganz ehrlich, der Globalisierung, Opferismus, die Globalisierung, Dicker, die hat uns eingeholt. Egal wo du bist, die haben dasselbe, was wir hier haben. Die haben nichts Neueres, nichts, alles dasselbe. Gerade du bist ja Berliner. Es ist halt größer, ne? Es ist halt nur größer. Ja. Du bist Berliner, bist ja eh verwöhnt. Du hast ja, aber alles. Ich kann mich schon, guck mal, Berlin ist voll. Ja. Wenn du spazierst auf den Sonntag, ist auch voll. Amsterdam ist voller. Also da sind die Menschen schon viel strukturierter. Kennst du das mit den Fahrrädern, ja, und so? Jeder weiß, wo lange er muss. Unfassbar, ja. Und dann Amerika stelle ich mir dann halt nochmal mal 10 so vor. Wenn du als, wie hieß das? Ich habe mir ein Interview auch kurz angeguckt, wo diese berühmte Straße, wo es so voll ist tagsüber, wenn die alle zur Arbeit gehen, wo die alle mit einem Aktenkoffer und Anzügen drin. Ja, Times Square. Ja. Wall Street. Ja. Da haben wir ja gewohnt. Genau, ja. Wall Street. Ja, das stelle ich mir halt krass vor. So. Ich würde behindert werden, wenn so viele Menschen so schnell. Und ich wüsste es nicht, wo lang so, glaube ich. So. Weil hier ist schon groß und hier bin ich gewöhnt, aber da. Aber da ist auch, man muss auch sagen, da war auch wirklich Markezespur, Chimingambeer, da war auch das Zentrum so. Ja. Das heißt, sobald du jetzt in Queens bist oder in Harlem, ja, voll ruhig. Als Berliner denke ich, dass man... Give me a pocket. Nee, als, ja, so krass ist das nicht, wenn man denkt. Aber schon, es gibt schon krasse Ecken. Ja. Genau ein Tag, nachdem wir an so einer Harlem-Ecke waren, genau einen Tag danach wurde an der Ecke einer erschossen, so. Oh. 16-Jähriger, so, war eine Zeitung. War einfach krass. Aber, also es ist schon nicht so ohne, aber ich denke, so ein Berliner, der hier aus Wedding kommt und so, der kommt da in der Bronx oder in Brooklyn auch super klar. Hm. Also du auch, aber jetzt Harlem ist halt so ein bisschen, Harlem ist schon ein eigener Film, ne? Ist eigener da Film. Da muss man halt aufgewachsen sein, wenn du den Film gewohnt bist, wir sind den Film hier gewohnt. Ja. Aber ich sag mal so, ne, wenn man einen Straßenfilm kennt und weiß, ja, weißt du, benimm dich. Du weißt selber, ja, mach hier kein Auge auf Leute, benimm dich erstmal. Man nimmt ein, wie man sich gibt. Genau, ganz so ist das auch. Wir haben auch gar keine Probleme da gehabt, die ganze Zeit war alles cool. Ja. Wir waren jetzt auch nicht in die Monster-Ghetto-Gegenden, aber ich war einmal auf der Straße, wo Tupac geboren ist, wo der herkommt und, also nicht da Krankenhaus, sondern da, wo er gewohnt hat. Dann waren wir einmal am Big L Peace im Harlem. Krass. Das wollte ich mir alles angucken. Ich bin in New York, ich gucke mir das. Hip-Hop-Touristen. Ich habe so richtig Hip-Hop-Touristen. Kommst du auch von Graffiti? Ja, genau. Das allein schon für Graffiti ist voll schon geil. Voll Film. Ich hab da ein paar mehr Pläne Graffiti-wise, aber wir hatten einfach viel zu viele Drehtage. Mhm. Wir haben viel gedreht, die ganze Zeit. Guck mal, was aus meiner Tasche noch kommt, ihr Peste. Einfach Iraner. Kennst du? Richtiger Iraner, einfach nur ihr Peste. Aber glaub mir, du musst New York. Wo warst du denn schon überall? Um ehrlich zu sein, ne, bin ich das erste Mal vor 3-4 Jahren, wo ich Mushroom raus released habe, mein erstes Release, bin ich das erste Mal geflogen. Wohin? Nach Spanien. Ich habe Familie dort in den Kanarischen Inseln. Ah, geil. Dann war ich dort auf Palma. Das war der erste Flug, den ich hatte. Und der zweite und dritte Flug war zu LG, nach Düsseldorf. Um ehrlich zu sein, dann bin ich mit dem ersten Mal, habe ich so 4-5 Freunde geschnappt. Meine nahen Freunde, die kenne ich auch schon alle über 15 Jahre. Und dann sind wir zusammen nach Bulgarien, das war so erste Bulgarien, diese feiermäßig so, habe ich gemacht so. Und war ich jetzt, wo war ich noch, Alter? Ja, halt Palma viel, Fuerteventura, diese kanarischen Filme. Jetzt verreise ich das erste Mal, darf ich das jetzt schon sagen, nicht, dass das Flugzeug abfällt und so. Ich sag jetzt noch nicht oder so, aber ich verreise, wo krass ist denn, das hätte ich mir nie geträumt. Also ich fange jetzt an mit Reisen. Ja, glaub mir, du kommst aus dem...
Reisenfilm nicht mehr ist raus. Ist super. Ist der Beste, was es gibt. Ist doch, es ist der Beste an meinem Job, das Reisending. Ein Abschalten, ne? Ach, einfach. Ein bisschen Ruhe. Ich arbeite ja auch da. Es ist ja nicht so, dass ich da abschalte, aber es ist einfach krass, viele Sachen sehen. Ja. Letztes Jahr habe ich so viele Kilometer. Du müsstest rappen eigentlich, hast voll viel Inspiration. Kannst du Roos Album machen. So. Vielleicht mache ich noch. Roos Marsh. Ja. Marsh Roos. Roos Room. Ich mache mir erstmal so ein R hier hin. So. Mein Fahrrad auf der Stirn, du musst mich toppen, Digga. Ist immer so eine Stufe weiter, Digga. Ist so. Mein Cousin aus L.A., der hat einen Fahrrad ganz auf, komplett auf Rücken. Ne? Ja, haben voll viele Gott. Ja, so, ja. So. Ich finde ein bisschen übertrieben, aber ich finde, er hat voll den krassen Body, er hat trainiert und so. Bei ihm sieht gut aus. Bei mir, Fahrrad wird aussehen wie eine Taube. Ja. Weil Flügel nach unten. Bei mir auch Bäuchlein und so. Ich konnte auch nur hier Gesicht machen. So gegen da bleibt so. Bäuchlein hängt sonst auch, Alter. Ja, aber ich stell dir, ne, wie du aussiehst, ne? Tattoo in Auge, Tattoo hier in New York, du wirst gar nicht auffallen. Kein Mensch wird sich umdrehen. Krass. Ist so aber da. Aber auch gut irgendwie, ne? Hat was. Voll. Aber ich habe gehört, wenn man dort so Augenstechen macht, so wie hier so manchmal, manchmal guckt man ja eben Menschen an, so. Ja. Wir sind ja so, wir Europäer, wir gucken gerne, was der gegenüber macht. Dort gibt es direkt Trouble, so was guckst du so und so. Ja, ich habe ich gehört. So. Also hatten wir nicht, aber ich habe jetzt auch nicht die Leute so angedingt. Ja, ich habe das auch so, also Kollegen, die waren dort drehen und so und die sind halt, weißt du, so und die waren auch halt so in Ghettos und so, ne? Die sind halt sehr weiß, so die Jungs, so, ihr wisst schon, ich weiß nicht böse gemeint, aber sie waren halt so. Sag's doch einfach. Und die sind die halt, die haben was gesucht im Ghetto, ne, meinten die so zu mir und sind so langsam in den Viertel da so lang gefahren und die Leute haben direkt schon so geguckt und auch ohne Grund zu den Ausdrücke gesagt. Ach, wirklich? Er meinte so und der, irgendwann war der so genervt, dass er auch Ausdruck zurückgesagt hat und dann so Kickdown gegeben hat und so. Also ich war nicht, das ist alles nur Erzählung, was ich gehört habe und ich find's geil, ich würde es mir auch gerne mal geben. So. Nee, allein diesen L.A. Vato Loco, diese Brücke und so. Ja, gut, L.A. war ich ja letztes Jahr, aber war auch krass. Das würde ich mir alles gerne mal geben. Aber weißt du, was krass ist? Ich war jetzt letztes Jahr in L.A., dieses Jahr in New York und ich habe mit New Yorkern gesprochen so über L.A. und so, was cooler, was ist cooler, was besser und so. Und die meisten, die ich gesprochen habe, eigentlich alle, die ich gesprochen habe, sagen so, er war noch nie in L.A. Und die sagen so, es ist 6 Stunden Flug, Digga, was soll ich da so? Geht keiner hin. Digga, für heftig, uns, von Berlin nach New York ist der Flug genauso weit, ungefähr wie von New York nach L.A. So. Ist also auch, macht keinen Sinn eigentlich. Warum sollen die da hin? Ja. Ey, das ist schon krass. Aber süß von dir, dass dein zweiter Flug war mit LG zu LG. Da habe ich das Video gedreht mit dem. So, das ist Wahrheit. Ja, ich würde lügen, wenn ich was anderes erzähle. Wie ist der Kontakt mit LG im Moment? Wir haben nicht so wirklich einen Kontakt, aber es ist alles cool zwischen uns. Obwohl ihr beiden so vom Typ her sehr ähnlich seid. Ne? Leute sehen euch immer ähnlich. Also auch vom Musik, vom Kifferverhalten. Echt, ich weiß. Ja? Nein, ich weiß gar nicht, ob er so ein Kiffer ist. Weiß ich gar nicht. Alles cool, Dicker. Viele Grüße hier an der Stelle. LG ist Bombenmensch, Alter. Ich und LG immer, wenn wir gechillt haben, haben wir eine gute Zeit. So. Ja, mit dem. Es halt auch weiter nach Düsseldorf. Ja. Am Ende des Tages ist es, wenn jeder sein Album macht und du Zeit. Eine Albumproduktion dauert allein an sich knapp ein halbes Jahr und bist immer zu tun. Promophase dauert ein Jahr, ist um. Ein bisschen Zeit hat die Familie auch verdient. Weißt du, so, diese was auch mal Hallo sagt, ey, du lebst noch und so. Ja, ich lebe noch und so. Die freuen sich ja auch, wenn sie mal Zeit verbringen können und ja, so. Promophase ist ja das Schlimmste. Egal wie gut du planst, es überrascht dich immer irgendwas. Ja, die letzte Woche halt, ne? Immer noch das. Masterabgabe und so. Ja. Auf dem Master ist ein Knacken. Nein, ist Knacken. So. Hörst du das nicht? Hörst du das? Kennst du diese Filme? Ja. Gib nochmal ab. Nein, wir können auch nicht mehr abgeben. Wenn du 2 Monate vorher abgegeben hast. Ja. Das ist halt passiert. Ja, das ist halt das Schlimmste. Hast du schon gesagt, wer auf dem Album drauf ist? Mhm. Sag doch mal. Diesmal mach ich den Fehler auch nicht. Letztes Mal habe ich mich doch verraten. Nee. Du hast ja deine Tricks und so, Digga. Ich muss auch ein bisschen Erfolg. Ich frag nur ganz. Sag einfach, wer auf. Sagen wir mal. Ist kein Geheimnis. Eigentlich, um ehrlich zu sein, komm, sagen wir es mal für euch. Also, ist ja auch nicht mehr so lang bis zum Release. Der ist schon der 5. Ist ja schon Anfang Mai kommt dann, ne? Ja. Also, das ist drauf. Das ist drauf. Und? Und, komm, ich gebe euch einen. Einen gebe ich euch. Fahrt ist drauf. Fahrt ist drauf. Ist Nazar auch drauf? Weil ihr habt ein Foto zusammen gepostet. Er hat ja für sein Album gepostet. Ach so, okay. Also du hast nicht was im Gegenzug gemacht. Diesen Trick falle ich diesmal nicht rein. So, keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich mit Wu-Tang Feature habe, was ich nicht behaupten würde. Kennst du so, glaube ich, nicht. So, glaub ich, vielleicht nicht. Jay-Z, vielleicht nee, Spaß, nee. Fahrt ist auf jeden Fall am Start. Darüber freue ich mich auch, ein krass Ding geworden. Ja, ist auch ein krasser Rap. Und da sind auch noch andere geile Leute drauf, aber das will ich noch nicht so. Also sind schon ein paar Leute aber drauf, die man sich diesmal auf jeden Fall. Hat schon Bock gehabt. So. Okay, geil. Jetzt bist du ja auch bekannt dafür, dass du bist nicht unbedingt jemand, der sich wiederholt, der sich gerne wiederholt. Du hast es eigentlich. Letztes Mal hast du mir gesagt, du hast es, dich zu wiederholen. Deswegen experimentierst du gerne.
Das ist aber nicht unbedingt beliebt bei Fans. Ne? Ja. Die wollen immer gerne dasselbe nochmal und dasselbe nochmal. Ja. Wie ist das jetzt bei diesem Album? Bei dem Album ist es eigentlich so, dass ich wieder voll zur Anfangsstruktur gegangen bin. Ich habe mir nicht so viel Gedanken gemacht. Ich habe einen Beat gehört, ich habe den gefeiert, habe geschrieben, aufgenommen. War mit Mason im Studio und es ging auch sehr zackig. Also ich war schon knapp vor 2 Monaten mit der Produktionsphase fertig und da habe ich halt rumgefeinheitet. So, da mal eine Delay hin, da ein Hoop hin. Ja. Und von der Struktur hier ist es eigentlich das, was ich am Anfang gemacht habe. Bisschen geilere Reime, so mehr gereimt. Bei mir reimt es, wenn man mal hinhört, reimt es sehr viel. Manche hören, glaube ich, nicht so hin, die müssen mal hinhören, Spaß machen. Auf jeden Fall, und die Refrains sind halt, das ist, glaube ich, der Faden in dem Album, würde ich behaupten so. Muss man selber gehört die haben. Die Hooks sind so der Faden. Ich habe sehr auf die Hooks geachtet. So. Die sind sehr, sehr live-tauglich auch diesmal. Darauf habe ich geachtet und auch melodisch und so. Ich habe mal gesungen, ich weiß nicht, ob du Serum gehört hast, ich habe da mal gesungen. Klar. Es ist halt Geschmackssache, ich mag es, ich wollte es so machen und es hat Spaß gemacht. Ich habe einfach Spaß wieder gehabt an der Mucke machen, Gas geben, Spaß haben. Bei Unikat habe ich mir sehr viel Gedanken gemacht und das hat mich auch an vielen Stellen gebremst. So. Das hat man gemerkt, du warst total verkopft. Genau, und jetzt ist es wieder so, jetzt habe ich aber auch schon wieder genervt von diesem, was ich so am Dings gemacht habe. Das ist jetzt geil geworden so, aber ich würde das jetzt nicht nochmal so machen. Das ist alles so, eigentlich jedes Ding soll für sich stehen. So. Ja, ja. Beim nächsten Mal will ich auf jeden Fall noch einen drauflegen, so ganz an irgendeinen Film und aber auch Zeit lassen, so in Ruhe liegt die Kraft zu. Was die Release-Dichte bei dir ist auch krass. Wann hast du letztes Mal? Aber ich hab Bock gerade einfach. Kennst du doch. Wenn ich auch keinen Bock habe, mach ich mal keinen. Guck mal, bei Unikat hatte ich auch gesagt, so da sind viele Sachen zwischendrin passiert, so wo war halt, hat nicht geklappt so schnell. Da habe ich auch einfach gesagt, ey, okay, alles klar, dann scheiße, dann verschieben wir mal, Alter. Ja. Weil die feiern, guck mal, ich feiere auch Leute. Und Dicker, wenn er jetzt ein halbes Jahr verschiebt, juckt mich das kein bisschen. Ich freue mich trotzdem, wenn Mucke kommt. So, ja, weißt du, so. Klar. Von daher. Wir warten ja auch alle noch auf Dr. Dre's Album. Kam es nicht? Detox. Ach so, ja, Detox 2-mäßig. Nee, er hat ja so. Er hat ja so ein NWA-Album gemacht. Yeah. Manche meinen, es ist überkrass, manche nicht. Ich guck mal, so krass kenne ich mich gar nicht mit Hip-Hop aus, um urteilen zu können. Über gar keinen, weißt du so. Ich finde was gut oder nicht gut. So, da waren auf jeden Fall Dinger drauf, die ganz cool waren, glaube ich. Die habe ich mir auch geholt. Weißt du, was ich manchmal mache? Ich gehe so auf iTunes, ne, bei den Amis, so, die ich nicht kenne. Ja. Und dann gucke ich so, was der meistverkaufteste Song ist. Ja. Oder hör mir so, die 4 beliebtesten sind doch immer da, ne? Ja, ja, ja. Und dann höre ich sie mir so durch. Und wenn der Beat so sitzt, ne, dann ich, okay, erst klar, das nehme ich schon so, kennst du? Ja, und dann? Shopping. Ah, iTunes-Shopping. So. Manchmal so, wenn ich niemanden, den nicht kenne, so den Künstler, so nur gehört habe vom Namen, so suche ich mir die ersten Songs immer raus und so. Ja, das ist halt, leider ist diese Systeme, diese Online-Systeme, nehmen ein bisschen auch dieses, wenn du früher CD durchgehört hast und so, hast du deine eigenen Lieblinge gehabt. Diese Online-Systeme nehmen einem das weg, weil die auch bei Spotify oder bei iTunes und so immer die besten, best of, meist gehört. Oder bei YouTube, wenn ich zum Beispiel von Mosch sehe, da 1 Million, da 1 Million, da 1 Million auf YouTube. Aber dann, es gibt aber Songs, die feiere ich von Leuten, die haben aber nur 50.000 Klicks. Ja. Aber du fühlst dich dann, also ich nicht, also ich kann mir aber vorstellen, dass die Kids sich so denken, so, ja, der ist vielleicht gar nicht so cool, weil der hat nur 50.000 Klicks. Ja. Vielleicht sage ich nicht in der Schule, dass ich das feiere, mäßig. Aber das Thema also, das ist ja auch oft viel mit Charts auch. Das ist ja auch dieses Chart-Ding. Charts genauso. Guck mal, ich habe bei Unikat so verkauft, dass ich in einer schwachen Woche locker Top 3 gegangen wäre. Andere Leute sind Top 3 gegangen. Ich bin jetzt auf 7 gegangen. Ich bin trotzdem, Scorpion hat ihr Best-of-Album raufgehört. Die haben mein Leben gefickt an dem Tag. Ja, so. Scorpion. So. So, aber Mann, das am Ende des Tages jetzt, guck mal, wenn jetzt... Macht es jetzt den Künstler schlechter oder besser? Nicht, weißt du so, das hat man tausendmal schon. Es ist halt, leider weiß man das nur, wenn man es weiß. Das ist halt so. Mal für die nach außen denken, alles klar, der ist jetzt gerade so gechartet, oh, Alter, bei dem ist so und so, aber vielleicht hat er daneben wirklich genauso viel Patte gemacht und ist ein bisschen anders gechartet. So. Oder erfolgsmäßig hat er eigentlich denselben Erfolg von den Verkaufszahlen gehabt, aber man, darüber sollte man gar nicht so viel nachdenken. Man sollte das einfach machen. Also. Ja, das ist ja, es ist ein ewiges Thema, auch schon tausendmal geredet, aber es ist halt für die Kids. Egal, wenn der Song geil ist, ist der Song geil. Dagegen kann sich niemand wehren. Ja. Keine Plattform. Früher oder später müssen sie dich akzeptieren. Wenn die Songs geil sind, sind sie gut, Digga. Und wenn die halt nicht gut sind, dann musst du halt Gas geben, dass sie gut werden. Ja. Und wenn das halt nicht klappt, dann geh, mach was anderes. Oder es gibt halt viele Talente, die jeder Mensch haben kann. So. Mäßig. Bist du, wie siehst du die neue, bisschen gibt es in Berlin, gibt's, seitdem wir letztes Mal gesprochen haben, gibt es ein bisschen neue Wellen, neue Leute, die neue Mucke neu aufmerksam auf sich gemacht haben. Mhm. Verfolgst du das? Bist du da irgendwie am Start? Ich höre wenig so. Um ehrlich zu sein, meine Freunde hören viel. Ja. Die erzählen mir auch hin und wieder mal was. Aber was geht so? Was sagen die? Was geht? Alle in Berlin, ich will jetzt nichts Falsches sagen.
Weiß ich nicht. Was jetzt abging, ist zum Beispiel, ich bin ein Berliner. Von UFO. UFO zum aber Beispiel. Der ist ja nicht neu. Nein, aber jetzt, aber so er ist neu für die Leute. Ja. Also, ist gut, ob man Alter. Den jetzt schon ist fünf gut, Jahre kennt oder nicht. Ist gut. Das ist voll also durchgebrochen. Ich finde die Trap-Ding so gut, was er macht, passt zu ihm. Ja. UFO gibt's ja. Aber der ist ja nicht, also ich dachte jetzt, du meinst jetzt... Ja, aber neu abgehen. So, ich verstehe. Auch Nemo. AK sind uralt, aber jetzt, stimmt. Dieses Jahr erst durch. Genau, ja, ja. Jetzt kommt Release und so. Bruder, ich höre das alles nicht so wirklich, aber ich wünsche den allen, man kennt sich ja auch so. Ja. Ob's vom Sehen ist, UFO kenne ich halt schon ein bisschen besser. Ja. Ich wünsche denen alles Ufer Beste. Auf dem Album halt, oder was? Nee, ich hab ja. Wir haben nichts miteinander, so hallo, okay. Tschüss und so. Okay. Das ist ja auch, Berlin ist riesig, ich weiß, jeder lebt in seiner Ecke und jeder macht sein Ding, aber alles cool so. Jeder macht halt sein Ding. Ja, ist eh so mal. Ist halt so, aber guck mal, die Frankfurter sind doch auch so ein Riesenhaufen und jeder macht sein Ding so. Das Camp ist dort und so, aber ich freue mich über jeden Berliner, ich liebe Berlin, soll Berlin rasieren, immer. Ja, und ist Berlin. Doch normal, Lokalpatriot, jeder soll seine Stadt präsentieren so und ich feiere aber auch die anderen Städte, ne? So, von daher so, ich freue mich. Wenn Mucke gute Mucke ist, ist wie gesagt, wenn die Mucke geil ist, kann sich keiner wehren. So. Ja, normal. Wann man durchspricht, ist eigentlich Wurst, so, Hauptsache die Mucke. Baller. Ja, du hast ja das Glück gehabt, jetzt gegenüber zum Beispiel UFO, dass du direkt am Anfang der Karriere auch schon nochmal durchgebrochen bist, dass die Leute aufmerksam wurden auf dich und so, oder? Ja. Weißt du, ich meine, das ist ja immer... Das hat ja alles so... Ich weiß nicht, wie ich das... Es ist schwierig, über einen selber zu reden. Ja, manchmal ist das so? Aber auch Glück so, weißt du? Wenn du das so... Du hast halt manchmal nicht den richtigen Song die ganze Zeit und dann kommt so ein Song. Ja. Bei dir, welcher Song war das bei dir, der dich durchgebrochen hat, so? Weiß ich nicht. Lass mal... Ich überleg gerade. Wie ich das erste Mal von dir gehört habe. Wenn ich das jetzt so objektiv sehen müsste, es wäre schwer für mich zu sagen, welcher, wann es war. Ja. Weiß ich nicht. Oder... Ja. Es ist halt einfach cool, wenn die Leute den Song feiern. So, der Rest ist eigentlich so ein schöner Nebeneffekt, alles, was drumherum passiert. So. Milo kommt jetzt auch mit dem neuen Album. Mit ja, ist ja auch eigentlich. Sport, Milo ist Bombe. Ja, ihr seid ja dick, ne? Miteinander. Ja, Milo ist ein Bombenmensch. Ich würde jetzt einfach ins Schwarze raten, ins Blaue raten, sagt man, glaube ich, dass Milo auf deinem Album ist. Man weiß es nicht. Ich sehe mal viele Fotos und so. Ja. Kann ich mir eigentlich einfach mal diesmal so stehen diesmal bei mir. Ich hab den krass Ding, das Fahrtding ballert, hört euch das an, ich mach keinen Spaß, Alter. Wenn ich sag sowas selten, ne? Du weißt, ich sag nicht, ey, dieses Lied ist so, hört, ist krass, Alter. Das wann kommt das denn? Am 6.5. kommt jetzt alles zusammen. Also kurz vor Release. Genau. Ne? Jetzt haben wir uns ja hier... Es kommt zum Release, es kommt kein Video. Mit dem Ding so, das ist so alles Überraschungseffekt, ist auf dem Album extra. Weil ich find's auch schade, wenn man so vorher schon alles so, wenn man das Album hört, soll auch ist geil. So. Aber ich kann auch nicht alles, weil da sind mehrere gute Dinger drauf, so, nach meiner Meinung. Ja, stimmt, man darf ein Album nicht verpulvern, indem man so 8-9 Videos am Anfang macht, dann warum kaufe ich noch das Album so, ne? Ich habe das mal gemacht, so um den Leuten was zurückzugeben, weil die mich so krass support haben. Ich habe bei der EP das so gemacht. Ja. Habe ich 7 Songs, glaube ich, 6 Videos gedreht. Aber einfach, das war für die Leute so. Ja. Wer Bock hat, kann supporten, wer nicht so genießt. Ja, meine EP ist sowas immer cool. Es ist ja auch manchmal cool, geile Videos, weil man das, manchmal kann man sich ja auch als Künstler gar nicht entscheiden, welches ist mein Lieblingstrack, welche will ich als... Das ist auch ein ganz Schlimmste so, oder? Das ist ja auch sowieso ein Thema für sich, so bis man von 20 Songs sagt, okay, das ist jetzt das, was mir... Ja. Du hörst den dann 20 Mal, dann denkst du, ist es der jetzt immer noch so? Dann denkst du dann 20 Mal den anderen, dann denkst du, naja, einfach locker sein. Wenn der Song cool ist, mach einfach so. Das ist halt diese Blockaden, weißt du, dieses Nachdenken. Das ist dann dieses Business, man. Irgendwann, guck mal, du fängst doch an und machst aus Arsch raus, du willst einfach alle zerstören, so. Du willst einfach der Beste sein. Und dann fängst du irgendwann an, okay, alles klar. Und ich glaube einfach, bleib einfach auf diesem Zerstörermodus, dann bist du auf einem guten Weg, Digga. Hast, so. Hast du denn jemanden, der dich da berät? Oder machst du das alles mit Gandhi? Du machst schon alles allein. Ich habe viel bei Unikat mir einreden lassen, so dazu reden, nicht einreden, hört spinnert dann. So ich habe Meinung reingeholt und am Ende des Tages höre ich lieber auf meinen Bauch. Du warst unglücklich da, ne? Nicht unglücklich, aber die Produktion hätte ein ganz anderes Ausmaß haben müssen. Okay. Ich hatte nicht die Produktion für die Songs, die ich gemacht habe. Ich hätte da Chöre gebraucht, ich hätte da so ein Red Bull Studio gebraucht, ich hätte da Mutter rausholen müssen aus diesem Ding. So, das hätte, wenn man sich das anhört, hört man das auch. Es hat halt alles nicht so geklappt. Viele Sachen sind da auch auseinandergegangen von dem alten Team und da musste man das neu strukturieren. Dann hat man es auf gut schnell fertig gemacht. Du weißt doch, wie das ist. Ja. Also, ich will dich auch nicht so lange aufhalten mit dem Thema. Blablabla. Nein. So, bevor Roots einsteigt, der hat 40 Minuten gewartet. Nein, ich höre dir doch gerne. Nee, und bei Rap-Bedünen habe ich mich einfach locker gemacht. Ganz locker. Einfach wie vorher Mucke machen, so für mich. Beats von denselben Leuten wie immer bei dir? KD hat produziert, Jumper hat produziert, Freshmaker hat produziert, Kai Mason hat produziert. Jumper, er ist jetzt ein Star. Toxic. Jumper hat einen richtig geilen So oder So.
Das ist ein krasser Beat, Alter. Ich hatte nur, glaube ich, noch einen, der im Auto so ballert und so. Die jungen Leute, die werden immer krasser, was Beats angeht. Jumper, der war, kenne ich ja vom Beat-Producer-Battle aus Stuttgart, habe ich den kennengelernt, vor einem Jahr oder so. Jetzt, ich meine, der hat auch schon vorher gut Beats verteilt, jetzt verteilt er die ganze Zeit Beats, geht ab, Leute gehen ab. Nee, ich habe den auch bei Liquid vorher schon gehört, bei Liquid Walker, der ist ja von ihm so, glaube ich, der Hausproduzent, oder weiß nicht, irgendwas, die haben zusammen auf jeden Fall ein paar Sachen gemacht gehabt und ich habe die auch schon mit krasse Beats, Digga, Alter. Guck mal, Opa, ab. Kennst du, rück mal ein, zwei rüber und so, mach, kam das Connection mit Ganji und so, hat Ganji gesagt, hier, hau mal rüber. War geil, korrekt, Grüße auch KD und so, alle haben krass abgeliefert. Ja, ich bin gespannt. Jetzt haben wir uns ja hier getroffen, weil du ein Video drehst. Genau. Und wann kommt das raus? Beziehungsweise kannst du sagen, worum es geht? Ich glaube, so nächste Woche. Wann kommt das Interview? Kriegst du einen Vorschieber? Drückst du mich so rein? Müssen wir mal gucken. Wenn du mich reindrückst, schaffe ich es noch halt vor. Ich glaube, so nächste Woche kommt das Video. Es wird dann nächste die dritte Woche, Video auskommen. Vielleicht schaffen wir das, dass es vorher rauskommt. Die ersten beiden sind ganz gut gelaufen. Ne? Warst du zufrieden? Ja. Ja, ne? Super, die Resonanz. Ja, was will ich mehr? 7000. Ich habe einmal reingeguckt. Ja, war gut. Super. Aber diesmal habe ich drauf gekackt. Ich sag ja, ich habe mir nicht so. Ja. Ich habe einfach Mucke gemacht und Bock gehabt. So. Und ich habe auch selbst gehört, so, ja, alles klar, du bist wieder normal langsam. Kennst du so? Weil aber du, ein paar Sachen, Mann, du denkst halt sehr viel nach. Ich bin ein Typ, der sehr viel nachdenkt und dazu auch noch halt ab und zu viel raucht, wenn ich mal in Amsterdam bin und mal ein Wochenende frei nehme und dann halt. Dann mal voll die Paranoid. Nicht so paranoid, aber du denkst halt zu viel nach und das tut manchmal halt diese Blockade und das muss nicht sein. Das drückt voll auf den Entstehungsprozess jetzt voll. Jetzt macht einfach Spaß, Gas geben. Ja. Ja, diese Entstehung, wie du sagst. Einfach Gas geben. Welcher Track wird das denn? Jetzt hier? Drei Zacken heißt der. Drei Zacken, okay. Aber du bist alleine, ne? Also, genau, das ist ein Solo-Song. Ich habe ja hier keinen gesehen. Gut. Ja, ich hab mir auch so für die Dings, ich habe mehr so Solo, die Videos wollte ich machen. So, es wird ein Feature kommen als Video, Auskopplung eventuell auch ein zweites, aber mehr Solo. Mag ich auch immer wegen Live und so. Dann kennen die Leute die Songs auch und macht mehr Spaß. Sowieso. Du kannst halt, wenn du zu viele Features hast, kannst du gar kein Live-Game aufbauen. Wie willst du das machen? Ja. Wenn ja gar keiner mitkommt. Das ist die Sache so. Was geht denn mit Live? Wann geht's wieder live? Dezember geht's auf Tour wieder. Boah, es dauert ja noch. Herrlich. Ja, aber das Gute, ich war ja gerade erst. Für mich ist es, das kommt einem so vor, wenn du Tour fertig bist und ein Album machst, ist gestern so. Ja, und ich bin so, ist cool, Dezember so. Die Leute, wird langsam voll, die Städte und ist cool. Kalash ist auch am Start. Unser Signing so, Stimmt, erzähl mal was davon. Da war jetzt Alter, der macht grad, seit dem letzten Interview. Ich will jetzt nicht so Dings sehen, aber der macht gerade was, ne? Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, und ihr habt ja sogar, glaube ich, im Jahresding über ihn gesprochen. Das fand ich sehr cool. Ja. Hier auf jeden Fall. Aber wann kommt denn da? Also nein, also das war ja wirklich ohne Scheiß, ne? Ich würde mich echt überraschen lassen bei dem Kollegen. Der hat auf jeden Fall Hunger. Und das hört man und das schmeckt man. Ja, ich bin gespannt. Ich auch. Ich habe zwei, drei Dinger gehört und ich war sehr krass überrascht. Ich war überrascht, obwohl ich schon wusste, was er auf dem Kasten hat, so, aber ich war wirklich nochmal überrascht. So. Sagt der Labelchef. Ja, also der hat auf jeden Fall einen krassen hingelegt, also legt gerade was Schönes hin und es freut mich. Wir geben einfach gegenseitig Gas. Ja. Und das Coole ist auch so, das, bei uns ist es so, in dem Ding, so, das war auch mein Konzept immer, ich wollte nicht halt, dass wir so wie nur zusammen funktionieren. Jeder soll für sich funktionieren. Also ich muss jetzt Kalashs Texte nicht schreiben, er muss meine Texte nicht schreiben. Der macht sein Ding auch komplett. Auch nicht dein Style adaptieren. Der macht die Sache ist, wir sind ja sowieso, der ist ja eine neuere Generation, der ist ja eben ein bisschen inspiriert, so bestimmt. Und wir sind gegenseitig, inspirieren wir uns. Ich feiere Kalash übertrieben, der feiert, glaube ich, auch die Dinger, die wir machen und die ich mache halt. Und es macht einfach Spaß. Wir geben gegenseitig Geist. Und das, wie heißt das? Das ist auch so... Super. Das pendelt euch auch. Genau. Hoch, ne? Das ist cool. Der ist hungrig, so macht Spaß. Der hat was im Kopf. So. Das war mir auch sehr wichtig gewesen, dass ich nicht so... Ja, vielleicht treffe ich den demnächst dass auch mal. Dass ich nur Texte schreiben muss, wie man es auch anstrengt. Weißt du, man kann auch Leute sein, weißt du, und die komplett dann schreiben und so. Das, aber es ist nicht so. Ich mag das, dass der Typ mich überraschen kann. Ja. Ich hasse es, wenn ich ihn überraschen muss. Ja, ja. Wozu signst du jemanden, wo du besser bist? Ja. Was macht das für einen Sinn? Ja, oder was heißt besser? Aber du signst ja jemanden, wo du auf jeden Fall an ihn glaubst und auch das feierst. Du musst schon feiern. Ich finde es halt geiler, so wenn man so wie es jetzt ist, finde ich super. So, die Arbeit läuft super. Er macht sein Ding, ich mach mein Ding. Und Interview gerne, Alter, der wird sich freuen. Ja. Bruce ist berühmt, Digga. Ach, Bruder. Wenn diese große... Eventuell fahrt ihr nach Ukraine zusammen, Digga. Kennst du was?
Ist warst du mal in Ukraine? Kommt von da? Kommt aus Ukraine. Bestimmt aus Kharkov. Schöne Grüße an alle Menschen aus Kharkov. Von mir auch. Ich weiß nicht. Muss ich immer fragen. Ich weiß nicht, wo er kommt. Nein, der Ukraine, ja, da, was Osten angeht, da ist diese Angst noch am Start. Ich war vor kurzem erst in Moskau. Was hast du vor kurzem? Ist schon ein Jahr her, oder? Ja. Ich war in Moskau. Wirklich über nette Menschen kennengelernt. Nur, ich war 3 Tage. Was? War eigentlich sehr geil. Unfassbar, auch groß, krass, ne? Alles riesig. Sie wissen auch, wo lang sie müssen, ne? Ja, klar. Moskau ist geil, aber ich war natürlich nur Russland in den... Russland würde ich auch gerne mal sehen. Ja. Die haben auch eine coole Mentalität, so. Die haben auch einen eigenen Film, die Russen, so. Das feiere ich so. Du musst halt aber auch immer dran denken, wenn wir über Russen reden, ne, ist das nicht so, wie wenn Leute über Deutschland reden. Weil guck mal, Deutschland ist so relativ überschaubar. Mhm. Russland ist so unfassbar riesig, groß. Kannst nicht über Russland reden, einfach wie so, die sind alle gleich. Ja. Weißt du, in Moskau sind die Menschen ganz anders, als wenn du jetzt, keine Ahnung, in Sibirien bist oder was normal, weiß ich. Die haben da, du weißt ja auch, was die UdSSR allein schon früher war und was, was das jetzt Weißrussland, da Kasachstan. Mann, Digga, die sind nicht alle gleich. Die haben auch alle unterschiedliche Mentalitäten. Sogar in Iran ist das so, obwohl es nicht so groß ist. Genau, selbst in Iran ist das krass sogar so. Ja, überleg mal. Und die haben alleine schon im Land haben die 8 Zeitzonen oder so. Allein Russland. Nein, die haben irgendwie 3 oder so Zeitzonen. Das ist übertrieben. 8, so, weißt du. Aber es ist krass. Ich habe 100 Songs fertig. Ja, aber ich glaube, dass die im Land so einen 6-Stunden Unterschied haben. Hm. Wenn du von Moskau nach Vladivostok, glaube ich, heißt das, fliegst, sind, glaube ich, 6 Stunden Unterschied. Krass, Alter. Und das ist, du bist immer noch im Land, weißt du? Ah. Wie machen die das mit 20.15 Uhr Spielfilme? Russen, Alter, da willst du auch ja gerne mal hin. Oder Live-Spiele und so. Ja, Mann, Alter. Ja, Mann. Ja, Mosch in the motherfucking House, Alter. Ja. Gut, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, Chef ist Fame, er lässt mich kommen, er lässt mich warten. Nein, Mann, unbeabsichtigt, ich hätte dich niemals warten lassen. Ich bin ein sehr pünktlicher Mensch, das wissen, glaube ich, nicht so viel. Ich bin übertrieben pünktlich. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, sagst du das, aber das stimmt einfach nicht. Kennst du das Vorführeffekt so von mir selber, aber hat mich selbst die letzten 10 Mal war Vorführeffekt. Ja, Mann. Aber wir haben uns, eigentlich musstest du noch nie pünktlich sein, weil ich bin immer dahin gekommen, wo du warst. Ich hätte dich doch abgeholt, das weißt du. Warum sagst du das denn nicht? Ich hab Ganji gesagt, sag ihm, wo er ist. Ich nee, Ganji. Wir müssen mal mit Ganji reden. Ganz Spaß mit Ganji. Also alles eklig abkommen. Sorry, Ganji. Kannst du, wir mögen dich. Nein, alles auf ihn. Gute Arbeit, Bruder. Ganji, schöne Grüße. Hör mal zu, Ganji. Ganji ist Gold, Digga. Ja gut, Bro. Lass uns nochmal Fanfragen machen. Machen wir. Und dann machen wir jetzt mal hier eine kleine Pause. Yes, Freunde. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, hier ein bisschen zu chillen mit Mosch. Ja, wir haben uns ein bisschen hingesetzt, ein bisschen gechillt. Und Fanfragen mit Mosch kommen natürlich auch noch. Wir haben genau da gesessen und nochmal auch weiter Fanfragen gemacht für euch. Da habe ich Ihnen all eure Fragen vorgelesen. Das kommt dann in der nächsten Folge, in der nächsten Mosch-Folge. Freunde, ja, jetzt seid ihr dran. Ist Mosch was für euch? Rap, Beduine, habt ihr das verfolgt? Habt ihr die Singles verfolgt? Die erste Single ist ja ganz gut gelaufen. Na, klicktechnisch, also ich schätze einfach, dass als Barometer kann man sagen, dass die Leute das gefeiert haben. Ist das was für euch? Ich werde auf jeden Fall in der Beschreibung einen Link zum Album machen. Ja, wenn ihr das dann mögt, könnt ihr es supporten. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr Mosch findet und an sich, ob ihr Mosch auch schon länger verfolgt und so weiter. Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage erstmal, natürlich abonniert ihr hier unseren Channel, ja, damit ihr immer up to date seid und liked das Video, wenn ihr sagt, ja, Mosch ist ein nicer Dude. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Sendung wieder, wenn das heißt Mosch-Fanfragen oder eben, wenn die anderen Rapper bei mir zu Gast sind. Roos mit der einzigen wahren Rap-Show verabschiedet sich mit ganz simplen Gangzeichen, Leute. Möge die Macht mit dir sein, ja?